Alles das A, also aus Nachrichten schicken und dann mit Kumpel shoppen gehen. Oder B, an der Tankstelle Getränke kaufen und dann mit der Clique austrinken. Oder es ist C, beim Kofferpacken telefonieren und dann mit der Affäre abhauen. Ich hätte keine Ahnung, aber ich muss auch nicht beantworten. Ihr seid dran, 10 Sekunden. Das ist krank. Was nicht? B oder A? Michael Patrick, du hast ja den Vorteil, zwei Muttersprachen. Was heißt denn looten? Also Squad ist, glaube ich, schon mal irgendwie so die Clique, ne? Oder das der Team, die Buddies. Die Hood. Looten. Da bin ich. Ja. Ein Reinlöten. Da kennt wiederum der Hobbit sich aus. Ja, jeder hat hier was dazu beigetragen. Tacken sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Tacken, oder? Tacken? Also, nein? Du kennst mit einem anderen Anfangsbuchstaben auch. Ja, das ist deswegen. Aber da bist du auf einer heißen Spur, ehrlich gesagt. To loot heißt plündern. Ja, stimmt. Plündern. Tankstelle plündern. Sport hast du genau richtig erklärt, nämlich das ist sozusagen die Truppe. Und also auch du hast ein bisschen recht, weil Tacken erinnert wortsprachlich an eine Mischung aus Texten, also SMS schreiben und auf der Toilette sein Geschäft verrichten. Ich hab's doch gesagt. Das ist und deswegen ist A die richtige Lösung. Wir sind beide falsch. Liebe Kinder an dieser Stelle, Entschuldigung, nochmal peinlich. Beide. Texten und... Ja, da hätte man drauf kommen können. Gibt es denn so Momente, wo ihr eure Kinder schon jetzt nicht mehr versteht, Annette? Nein. Was soll die Frage? Ihr seid so, oder? Bei uns läuft alles super. So, weiter. Fröhliche Meinung. Dann kommen wir jetzt zum Spiel. Ihr könnt, weil ihr gerade leer ausgegangen seid, jetzt Punkte sammeln, kommt mal mit. Früher hätte man gesagt, ihr willkommen im Partykeller oder in der Disse, aber wie man heute dazu sagt, wüsste ich selber nicht, aber ich weiß, wie das Spiel geht. Kommt mal mit. Hier haben wir ein kleines, schönes Ambiente für meine Gäste vorbereitet. Ah, wir müssen kreuzen. Annette und Horst. Danke. Hier bitte hier hin. Annette und Horst, ihr seid hier. Ihr nehmt an der Bar Platz, ihr dort auf der Lounge. Würdet ihr was für mich trinken? Ja. Wir spielen mit euch. Und zwar ein tolles Spiel, auf das ich mich schon seit Beginn der Sendung ein bisschen freue und ist auch ein bisschen Schadenfreude dabei, wenn ich ganz ehrlich bin. Nun, mach mal einen Walter. Welches Lied wird hier getanzt? Und das geht so. Und das sind die Spielregeln. Die Vortänzer müssen durch Tanzen und Gesten Songs darstellen. Mitsingen ist dabei nicht erlaubt. Die anderen müssen raten, welcher der drei gehörten Songs getanzt wurde. Jeder richtig erkannte Song ist 10 Punkte wert. Ja. Okay. Ihr kriegt Kopfhörer. Ihr hört beide dasselbe Lied. Ja. Ihr gebt alles, ihr tanzt dazu, ausdrucksstark, wie es euch die Natur gegeben hat. Ja, unsere Hip-Hopper-Natur. Aber natürlich ist die Versuchung groß, dass man dann bei bekannten Liedern natürlich mitsingt oder die Lippen bewegt. Und damit das auf keinen Fall passiert, darf ich euch wie im Schauspieltraining wirklich einen Korken in den Mund schon Steht dir. Bald werft im Pool. Huch, du hast die ganz gestohlen. Es geht trotzdem. Okay. Hier hat Sackler. Das steht da unten. Ja, steht ihm sehr gut. Ich weiß gar nicht, warum ich den Dicken bekommen habe. Annette, bitte den Kopfhörer auf. Nächster Vorschlag gewesen. Welches Lied wird hier getanzt? Mitsingen ist, wie gesagt, nicht erlaubt, aber wir gucken mal, ob wir alleine schon anhand von den Bewegungen eine Idee haben und dann gebe ich euch drei Möglichkeiten vor. Sollte ich dich verletzen? Hier kommt Lied Nummer 1. Hilfe, ich habe Angst. So habe ich den Horst noch nie gesehen. Aber es gefällt mir. Ist das A, Ice Ice Baby von Vanilla Ice? Oder ist es B, Dida von den Fantastischen Vier? Oder C, You Can't Touch This von MC Hammer?
Oliver, ihr müsst euch festlegen, welcher Song war das? Und die müssen noch bis zum bitteren Ende weiter tanzen. Nehmt mal die Kopfhörer runter. Aha. Nicht die Kopfhörer runternehmen. Ich hätte gerne noch mal ein kurzes Rückspiel. Womit hast du angefangen? War das, hattest du da schon Musik oder hattest du nur das Bedürfnis, dich auszudrücken? Schwand ist erst Tina Turner drauf, oder? Gibst du? Nein, eine Frage. Was Horst da geleistet hat, unmenschlich. Also hast du mal irgendwie Animationen mit Ententanz irgendwie? Nein, aber eine Tochter von mir ist in der Waldorfschule gewesen und ich dachte mir, ich stelle dich erst mal vor. Das war damals. Dein Beitrag beim Elternabend. Ja. Sehr schön. Ja. Hat alles gegeben. Mal gucken, ob es richtig war. Wir hören mal rein. Was ist hier richtig? Dida! Und was habt ihr gemacht? Dida? Beide richtig. Ich habe das schon noch nicht gesehen. So. Ihr macht wieder Kopfhörer auf. Ja. Ihr wart beide großartig im Raten. Okay. Es wird jetzt natürlich ein bisschen schwieriger und Sie können zu Hause natürlich mitraten. Hier kommt Lied Nummer 2. Es ist aus den 80ern. Also es sind auf alle Fälle große Gefühle beteiligt. Absolut. Große Gesten. Also ist das Schwimmen? Ist das Fliegen? Wir wissen es nicht. Aber es ist was Annette schon mal getanzt hat. Ich weiß nicht, was Annette da macht. Ich gebe euch drei Möglichkeiten. Ich hab mir ist es Modern Talking? Oder ist es Hubert Kahn Sternenhimmel? Oder ist es Looking for Freedom von Dave Hasselhoff? Annette, du darfst kurz mal den Kopfhörer runternehmen. Nein, nicht sein, das ist Folter. Du machst das sehr, sehr schön. Die einen sagen Folter, die anderen sagen 80er. Und? Der kommt mir nicht auf. Was habt ihr entschieden? Wir haben jetzt auch I've been looking for freedom. Und ihr? Auch. Ja. Aber eigentlich hättest du damit anfangen müssen. Das ist doch der Manta-Fahrer, der immer auf seine Tür knallt. Ja. I've been looking for. Hast recht, hast du. Manta-Fahrer, aber toll. Aber mit verkackt. Dem. Aber mit dem. Willst du was zu trinken? Ihr seid beide bei 10. Ja, Champagner nehmen. Sauerstoff? Wir hören mal rein, was war's? Wonach habt ihr gesucht? War es der Sternenhimmel? Looking for freedom.